Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Heath80 mit einem neuen Follow Me Around für euch. Unglaublich, aber wahr. Ich begebe mich wieder auf Reise mit euch zusammen zu einem filmspezifischen Ausflugsziel. Ja, das gab es in den letzten halben Jahren oder anderthalb Jahren gar nicht mehr. Eben aus dem Grund, der fünfte Jahr ist dann zugeschlagen, Corona und alles wurde abgesagt. Weekend of Hell, die ganzen Comic-Cons sind abgesagt worden. Und von daher war es auch auf meinem Kanal in diesem Bereich auch extrem ruhig. Es gab viele Unboxing-Videos auf jeden Fall. Und jetzt ein bisschen wieder was Neues. Und ja, heute am 18.09. ist es soweit. Ich fahre mit der kleinen Emma-Maus, die hinten sitzt. Ja, imaginär, ne? Und mit meinem besten Kumpel Matthias nach Weiden in die Oberpfalz zu Mike's World of Figures. Und er feiert sein 15. Jubiläum und Bestehen seines Online-Shops und auch seinen Ausstellungsräumen, die auf 300 Quadratmeter verteilt sind. Ja, schon sehr interessant. Ich war auch begeistert davon, dass es hier in der Nähe für uns auch sowas wie, ja, was mit Film zu tun hat. Und wollte schon lange mal hin, aber leider hat es nie geklappt, eben aus dem Grund, er hat auch nur spezielle Tage mal offen in dem Jahr, im Monat. Und von daher, aber jetzt ist es soweit, jetzt haben wir es geschafft und auch passt auch perfekt mit der Arbeit zusammen. Und ja, und die Emma, ja, ihr seht sie schon, sie ist heute nicht mit, sie ist zwar mit dabei, aber jetzt nicht im Video, einfach aus dem Grund, ich möchte ihre Privatsphäre, ja, schützen. Ja, sie ist schon gemeint, sie möchte gerne in die Kamera mit dabei sein. Aber jetzt nicht unbedingt so extrem lange wie jetzt hier zum Beispiel in diesem Video. Also man wird sie schon mal ganz kurz durchs Bild huschen sehen, denn sie hat es nämlich heute das allererste Mal, macht sie nämlich heute nämlich Cosplay. Und aber mal auf einmal, du tust dich ja gerade verkleiden. Heute ist die Möglichkeit, neben Fasching und auch neben Halloween dich auch mal zu verkleiden, als ohne Frucht dargestellt zu werden. Und zwar, sie geht heute nämlich als Belle von Die Schöne und das Biest, hat ihr Bellkleid angezogen, ganz gelb, wunderschön und hat natürlich auch überall Perlen und Ketten dran und hat auch zwei wunderschöne geflochtene Zöpfe mit dran, die die Mama gemacht hat. Und damit fahren wir jetzt eben dann zu Mike's World of Figures. Ich bin schon sehr gespannt, es sind über 100 lebensgroße Figuren, Filmfiguren zu sehen. Aus allen Bereichen, auch jetzt im Horrorfilmbereich. Ob ich da die immer mit reinnehme, weiß ich jetzt noch nicht genau, denn ich bin ein großer Fan von der FSK, gebe ich zu. Denn dafür ist es ja auch da, um halt eben die Kinder auch zu schützen. Und ich werde erstmal einen coolen kleinen Blick riskieren, wie schlimm es wirklich ist. Denn sie haben schon gemeint, also dessen Eltern immer selbst zu entscheiden, ob sie mit reingehen dürfen, die Kinder oder nicht. Und das erwähnen wir auch, ich könnte dann kurz vor Ort entscheiden. Wir fahren ungefähr jetzt eineinhalb Stunden dorthin, nach Weiden, eine furchtbare Strecke. Und bin auf jeden Fall schon mal sehr gespannt, was uns alles Schönes erwarten wird. Ja, bis dahin fahren wir jetzt also ein bisschen mal und dann sehen wir uns dann direkt bei der Ausstellung. Und ja, morgen geht es noch auf die Filmbörse Nürnberg. Denke mal, da wird es kein Video davon geben, einfach aus dem Grund, ich bin so froh, meine ganzen YouTube-Kollegen und meine ganzen Freunde wiederzusehen. Und da möchte ich einfach die ganze Zeit nutzen und auch so viel Zeit wie möglich auch mit ihnen verbringen. Und auch auf der Börse, ist natürlich klar. So, wir starten durch. Emma, pack mal rein. Matthias, kommt noch mit hier rein und dann fahren wir los. Und dann sehen wir uns dann auch dann direkt bei der Filmfigurenausstellung innen drin oder aus. Muss ich mal gucken, wie ich es am besten mache. Also, bis gleich. Yeah.
Thank you.
Ja, liebe Filmfreunde, das war nun die Ausstellung von Mikes World of Figures. Und ich muss echt sagen, eine wunderschöne Sammlung, was er da hat. Und schaut echt hervorragend aus. Also hier lohnt sich schon mal die Hinfahrt nach Weiden. Und war auch recht kurz auch schnell dort. Und ja, ihr habt schon gesehen, ich habe jetzt nicht viel weiter kommentiert von den Videos, einfach aus dem Grund, es war recht laut und natürlich mit Kind und Kegel ist es ein wenig schwierig, das zu machen. Aber ich denke mal, es wird nochmal eine Wiederholung geben davon. Aber ich muss wirklich sagen, die schönste Figur von Mike ist auf jeden Fall hier der Loki, wo man hier sieht, einfach eine unglaublich steige Figur. Unglaublich steig. Und die hat es wirklich in sich. Und er hat schon gemeint, es werden noch einige dieser Figuren noch folgen. Und dann wird es auch in die Ausstellung mitkommen. Ja, auch die großen Figuren auch sehr schön. Auch vor allem auch hier die Horror-Ecke. Also ich habe die immer nicht mit reingelassen. Denn da war es dann doch recht muselig. Und denke mal auch, da hat es auf jeden Fall auch Angst bekommen. Und dann habe ich mal auf, bleibst wieder oben. Und auch ich muss gestehen, habt auch ein bisschen Bammel gehabt. Denn ihr wisst ja, Conjuring 2. Die Nonne ist da gar nicht mal so schön gewesen. Die hat ja auch wirklich ihr Bestes damit getan, uns zu erschrecken. Auch hier der Michael Myers mit dem Messer, wo hier auf uns reingehackt hat. Auch das ist natürlich sehr cool gewesen. Ja, war auf jeden Fall ein schöner Ausflug dorthin. Wir waren da recht kurz eigentlich, also ungefähr knapp mal 2 Stunden. Also zum Kauf gibt es Unmengen was. Habt ihr auch gesehen am Anfang des Videos, wo wir hier reingegangen sind. Es war echt sehr, sehr viel los. Also man kann hier wirklich extrem viel kaufen, so kann man sagen. Aber ich habe mich zusammengerissen, aber die kleine Emma bekam vom lieben Pat ja einen großen Pinguin geschenkt. Ja, ich habe euch mal darüber gefragt, kein weiteres Stofftier, aber naja, hat ihr Stofftier bekommen, dann war sie auch glücklich. Aber trotz alledem muss ich hier wirklich sagen, die Emma ist wieder verblüffend, wie sie sich mit einem Spinnwebenfaden sich beschäftigen kann, anstatt die Figur anzugucken. Sie ist die ganze Zeit mit ihrem Spinnfaden hin und her gelaufen und hat eigentlich die Figur dann gar nicht mehr beachtet. Guck mal, da ist die Belle von Schnitt. Ja, Papa, das ist schön. Also es war wirklich, also ich bin ja froh, dass es so ist und dass auch mit kleinen Dingen sich so beschäftigen kann. Und ja, das war's von mir. Wie fand ihr die Ausstellung? Schreibt es in die Kommentare rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss mit Ö. Und...